Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle. In der letzten Folge haben wir Part 4 abgeschlossen und mit Part 5 angefangen. Und jetzt fehlt sozusagen nur noch ein Kampf. Also bis auf den hier noch. Aber wir machen nur noch den hier. Und ja, der ist Diavolo gegen Giorno. Eben im Requiem-Modus. Ja, sieht man da schon. Leck mich. Das wird nicht so einfach, habe ich so das Gefühl. Na. Aber mal gucken. Part 6 müssen wir eigentlich heute auch noch schauen. Da sind, glaube ich, 3 Kämpfe und da muss ich jetzt mal mit Pucci kämpfen. Gegen Jolene. Ja, und dann ist nur der 7. Part übrig und dann war es dort. Der Kampf hier, die ganzen Kämpfe vom Part 8, das sind ja eigentlich auch nur gespiegelte Kämpfe. Und die ganzen Hauptcharaktere, die hatten wir ja schon gespielt. Ah, jetzt bin ich mal gespannt. Verdammt. Oh Mann. So, Kampfbedingungen. Okay, meine Dings. Aua. Blöd. Aua. Ah. Oh, ja, das wird nicht gut. Ich habe gar keine Chance gegen den. Außer. Vor allem der spammt wieder den Angriff. Ne? Wie blöd. Oh, das war doch nicht gut. Na los. Boah, du greifst doch auch die ganze Zeit wie blöd an. Ja, genau, gerade damit. Soll ich nur warten, bis er sein. Ja. Einfach kontern den Angriff. Was für. Der hat ja gar keine Chance im Manga. Als er im Requiem-Modus war. Er hat ihn einfach irgendwie so gefangen. Ja, so also ein voll schreckliches Ende der Diavolo. Nein. Dann hätte ich Dings einsetzen können, glaube ich. Nein! Ha! Also ich bin die ganze Zeit voll vorsichtig am Kämpfen. Aber auch blöd, dass die Charaktere immer ihre Angriffe spammen. Also auch ein bisschen dämlich gemacht. Boah! Mann, hör auf immer. Vor allem, ich kann auch nicht einfach ausweichen und meine Spezialen setzen. Da muss ich ja angreifen. Mal her, na? Ach, Mann. Boah, das hat einen Dreck. Aber warte. Bäms. Nein, zu spät getauntet. Trotzdem ausgewichen. Nein, ich wollte nicht zurück. Weißt du was, ich grab dich jetzt jedes Mal, wenn du das machst. Nein. Nein, 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 da wollte ich nicht rein. Oh Mann. Was ist das? Aua. Warte. Bams! Au! Mit dem Dreck. Na komm, na ja, jetzt komm her, komm her, komm her, komm her, jawohl, hahaha. Voll dämlich. Sieht überhaupt nicht geschockt aus. Oh, ich habe erhöhten Angriff. Okay, kann sein. Oder mit dem Fuß, ich habe gerade mit dem Fuß auf dich eingetreten. Ja, komm näher und verwandle dich, genau. Boah, wieso werde ich von da aus getroffen? Bams, ich greife dich einfach, ja. Ich
5,5 Sekunden, was? So, ich mache jetzt mal das hier. Wenn du immer das machst, mache ich auch immer das. Zeit ist um. Ja, klappt bei dem. Ich leck mich. Ich hätte auch gerne so einen Fernangriff. Das wäre gut. Au! Damit! Ma. So, komm her! Bams! Pff, Idiot! Hast du davon? Rape! Verdammt! Ah! Drecksack, du! Bam. So, hast du davon? Hab mir gerade die Zunge rausgestreckt. Wer macht denn sowas? Als sie aber nur den hier als Siegesdingens gemacht haben, fand ich ein bisschen doof. Emperor Crimson, King Crimson. Zweimal King Crimson, irgendwas. Okay. Ja, du feigst jetzt immer und immer und immer wieder. Wird irgendwie live irgendwie der Bauch aufgeschlitzt, irgendwie so, ob es operiert oder irgendwie sowas. Voll schlimm. Der ist bestimmt heute immer noch am Sterben. Immer und immer wieder. Voll schrecklich. So, das ist schlimmer als Chaos irgendwie. Ja, nur Pucci, okay. Und Pucci gegen Ine, ja. Aber kann man auch auslassen eigentlich. Die Himmelstreppe, Gegner Gesundheit reduziert sich, Gegner Verteidigung, ja, das sind eigentlich nur schlechte Effekte für den Gegner, glaube ich. Machen wir nur die drei. Gegen Anastasia haben wir gekämpft. Weiß noch nicht mal, ob der echt so heißt, und nach den drei Kämpfen haben wir ja auch Pucci gesteuert, aber mal nicht nochmal. Finde ich jetzt. Gucken, wie lange das dauert. Danach kommt der siebte Part, dann sind auch noch ein paar Kämpfe übrig. Und dann haben wir, glaube ich, die Story schon geschafft. Mit allen Charakteren. Jeder Variante. Mehr oder weniger. Der ist auch cool. Ich habe auch gemerkt, seine Frisur ändert sich ein bisschen, diese Streifen auf seinen Kopf, die komischen Strähnen, was weiß ich, was das ist. Sie verändern sich, wenn er im Made in Heaven Modus ist. Okay, cool. Mark. Der kommt nicht näher. Ah ja, ich habe den Stand von der geklaut, ne? Wie lange geht denn das noch? Voll unfair. Muss mal ein paar Primzahlen erzählen. Keine Ahnung, was für eine Technik ich hier einsetzen muss gegen die. Ich spotte mal ein bisschen. Ganz schon nicht. Machen wir nicht eben alle. Keine Ahnung. Ich dachte, man kann sich auch irgendwie so aufladen. Er hat ja auch so Dinger. Nein. Ah.
weiß nicht, was ich für Techniken einsetzen muss gegen die. Na. Ich habe keine Spezial, okay. Dann habe ich meine Dings eben rein. Die hier. Ausgezeichnet, gut. Ich meine ausgezeichnet. Oh, es regnet Frösche. Oh, noch mal den hier. Bam. Und weg bist du. Oder auch nicht. Wie? Aber Spinne. Muss schon drauf gehen, Jolien. War schon wieder gegens Mikro. Ist eigentlich der vorletzte Part schon sein, wenn es Neues kommt. Weil im letzten Part ist Part 7, ein paar Mal gegen Valentine, glaube ich. Und dann machen wir hier diesen Kampf Josuke gegen Bao. Wo kann ich den überhaupt machen? Ich habe doch den Charakter nicht runtergeladen. Ich stelle mir irgendwie vor, dass ich das nicht machen kann, wenn ich das versuche. Aber naja, werde ich ja sehen. Werden wir ja sehen. So, Gegnerverteidigung, Geheimmission, okay. Sehr gut. Full Moon Modus, Zimoni ist er, genau. Auf seinen Frisur gucken. Also war ich meine, gerade hat er auf beiden Seiten noch irgendwie so Striche gehabt. So, was bedeutet das denn jetzt, dass ich Zimoni habe? Seine Verbindung hier von White Snake und den grünen Baby. Die Gravitation hier beeinflussen kann. So, komm her. War jetzt ohne Arme. Dich. Jetzt ohne Arme, ja. Aber das war schon, ne? Oh ne. Au. Ich stehe aber nicht auf festen Spiele. Na, warte. Ich will meine Dings noch aufbewahren für gleich. Bams. Mit Stil. Ich kann mir schon vorstellen, was dann passiert, wenn ich das einsetze. Erstmal musst du weg. Ein paar Schritte. Sehr schön. Tut mir leid, aber ich muss gehen. Mein Planet braucht mich. Was? Du? Wie kannst du es wagen? Mann, wäre so schön gewesen. Ich spiele ja gleich in dem Modus gegen die, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Oh, oh. Ich hatte gerade zwei, Mann. Hätte ich schön einsetzen können jetzt. Und tschüss. Muss gehen. Mein Planet braucht mich. Na. Kannst ja gar nicht einsetzen, den Kack. So, auf die andere Seite. Geht nicht. Okay. Wupp. Ma. Ja, auch voll überpowert. Er hätte sich das schön einsetzen können. Egal, mach mal gleich. Ich habe ja den ganzen Kampf gleich in dem Modus zu tun.
最初にキノコを食べたものを尊敬する毒かもしれないのにな。 Oder weil er Hunger hatte. Aber naja. So, letzter Kampf von Part 6. Made in Heaven. Made in Heaven. Fehlt nur ein I. Das ist irgendwie clever gemacht. Es war dämlich, aber irgendwie auch clever. Ah. Okay, letzter Kampf, jetzt im Made in Heaven Modus. Im Manga, den ich gelesen habe, hieß er allerdings Highway to Heaven. Der Stand, aber scheint geläufiger zu sein, dass das Ding Made in Heaven heißt. Laut Wikipedia und was weiß ich alles noch. Also wäre ich auch Made in Heaven jetzt. So. Und wissen Sie, hat sich sein Frisur aber geändert. Er hatte so lange Haare. Ha, ich tue ihn doppelter Geschwindigkeit taunten. So ein geiles Gimmick, dass hier, dass der Counter sogar langsam runtergeht. Ja, ne, ich habe auch einen Stand jetzt. Aber das ist ein bisschen schade. Weil die Kämpfe jetzt so schnell vorbei sind. Chain. Aber mit dem müssen wir nichts machen. Doch. Naja. Also möglich, die zu erledigen in der Zeit. Wo ist der? Was? Das war ein kurzer Kampf jetzt. Sehr schön. Und so wurde das Universum noch mal neu geformt. Okay. Ob je irgendwie das Universum wieder normal wird, das wäre irgendwie voll geil. Wenn das Universum noch mal so zurückgespult wird, sozusagen. Wenn bei Teil 6 wieder ist, oder noch früher. Mit dem Grund haben, wieder die ganzen Charaktere einzuführen. Da treffen irgendwie so alle Jojos aufeinander. Was weiß ich? Irgendwie sowas. Ich traue dem Macher schon zu, dass er irgendwie eine geile Idee hat. Oder nicht umsonst gemacht hat. So. Dann haben wir jetzt nur noch übrig. Part 7. Da haben wir einmal Valentine gegen Gyro und Johnny. Und den Part 8 haben wir noch übrig. Josuke gegen Bao oder Ikuro, okay. Ich hab, der heißt auch Bao. Okay. Ja, das hier habe ich alles schon ein bisschen gemacht, weil die ganzen Charaktere haben wir ja schon gespielt. Muss ja nicht unbedingt. Und ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge wird wahrscheinlich schon der letzte. Das wird schon der letzte Part sein, weil von dem, was ich weiß, ist, dass der Online, dass der Kampagnenmodus, den es hier noch gibt, nur online ist. Und ja, habe ich jetzt nicht so Bock bei dem Spiel. Ich weiß nicht, das Spiel ist zu broken, um es irgendwie online zu spielen, finde ich. Wer weiß, ob überhaupt noch irgendjemand online kämpft. Das Spiel ist ja auch schon, weiß ich nicht, jahrelang alt. Bei Street Fighter hier, das ist klar, da spielen natürlich immer noch welche online. Beim vierten Teil, weil das ist auch erfolgreicher. Bei dem Spiel stelle ich mir das jetzt nicht so vor, aber werde ich ja sehen. Ja, jetzt vielleicht gucken wir auch im nächsten Part noch mal kurz da rein. Und ja,
Ich würde erstmal sagen, ich beende die Part hier und wir sehen uns dann nächstes Mal in der letzten Folge von Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Sehr wahrscheinlich. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.